So, Theo. Pass an. Bitteschön. Ja, jetzt lege ich den Föhn in die Wanne. Er läuft auch noch. Okay. Liebe Zuschauer, sicherlich habt ihr diese Szene schon mal im Fernsehkrimi gesehen, wenn ein Opfer durch einen in die Badewanne geworfenen Föhn getötet wird. Man soll ja nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Und deswegen will ich heute herausfinden, was wirklich passiert, wenn der Föhn in die Badewanne fällt. Und ich glaube, das ist gar nicht so gefährlich, oder, Theo? Passiert ja gar nichts. Isabel, da vertust du dich. Ja? Wir stehen hier zwar schön auf einer Isoliermatte, ja? Aber dennoch, Strom und Wasser sind eine gefährliche Sache. Aber ich hätte jetzt gedacht, es gibt einen Kurzschluss. Wir hören es irgendwie laut knallen, es funkt und blitzt, vielleicht eine kleine Explosion oder so. Aber nichts. Gar nichts. Und der Föhn, der läuft sogar weiter. Hm? Also, was passiert da drin, Theo? Da fließt Strom und das kann ich dir zeigen. Und zwar mit dieser LED-Lampe. Okay. Und wenn ich die ins Wasser tauche, dann wirst du dich wundern. Ach, da ist tatsächlich Strom im Wasser? Ja, auch hier hinten. Sie leuchtet. Und dann brauchen wir noch ein Kabel. Die beiden wollen es aber genauer wissen. Mit einem Ampermeter messen sie die Stromstärke in der Wanne. Ja. Das sind 100 Milliampere. Ach du liebe Zeit, ist ja richtig gefährlich. Und zwar lebensgefährlich. Das menschliche Herz kann schon bei der Hälfte dieser Stromstärke aufhören zu schlagen. Aber wie überträgt sich der Strom eigentlich vom Föhn auf das Wasser? Zeit, dem Innenleben des Haartrockners näher zu kommen. Wow. Schau mal. Du siehst ja zwei Kabel. Durch ein Kabel kommt der Strom eingeflossen. Okay. Geht dann hier über diese Schalter zum Motor. Mhm. Und über diese Heizdrähte läuft er dann zurück im zweiten Kabel in die Steckdose. Also es geht von der Steckdose in den Föhn und wieder zurück. Dann haben wir also einen geschlossenen Stromkreis, oder? Lass uns das mal veranschaulichen. Komm mal mit, ich zeig dir was. Die Lichterkette steht für den Stromfluss. Schaltet man den Föhn ein, entsteht ein geschlossener Stromkreis von der Steckdose zum Föhn und zurück. Kommen jetzt aber Teile des Föhns mit dem Badewasser in Kontakt, überträgt sich der Strom auch auf das Wasser. Ein zweiter Stromkreis entsteht. Hier kommt der Strom raus. Föhn kommt mit dem Wasser in Berührung, beziehungsweise die Heizspirale. Ein Teil von dem Strom überträgt sich auf das Wasser. Fließt übers Wasser, ja. Und dann geht's hier zur Badewanne, zum Badewannenabfluss wieder raus in die Erde rein. Das ist der zweite Teil Stromkreis. Des Stroms, ja. Das heißt aber, wenn Strom durch das Wasser fließt, Wasser ist leitfähig. Ja, jetzt bin ich ein bisschen spitzfindig. Oh, denn reines Wasser leitet fast nicht. Aber das haben wir doch gesehen. Du hast mir doch gesagt, ich soll nicht in die Badewanne steigen, ich soll nicht mit meinem Finger rein. Das war Leitungswasser, aber kein reines Wasser. Okay. Das können wir auch gleich an einem Experiment mal durchführen. Die Zutaten, reines, also destilliertes Wasser, ein unter Spannung stehendes Blech als Stromquelle und eine Glühbirne. Jetzt hänge ich die Lampe hier einfach rein, stecke ich hier rein und wie du siehst, tut sich gar nichts. Da fließt kein Strom. Das können wir leicht ändern, indem wir da ein bisschen Salz reintun. Salz? Und im Leitungswasser, da ist nämlich Salz. Deshalb leitet unser Leitungswasser. Deswegen auch Leitungswasser? Nee, deswegen nicht. Wie viel willst du denn haben? Halbes Löffelchen. Ja. Wenn du jetzt einmal durchrührst, dann mit dem Kunststoffteil. Das ist Kunststoff, Theo. Ja, das ist Kunststoff. Ach, dann sieht man. Siehe da, und das Wasser wird leitfähig. Also das Salz, das wir reingetan haben, das Kochsalz, sorgt dafür, dass das Wasser leitet. Dann bin ich ja völlig sicher, wenn ich einfach in destilliertem Wasser bade, oder? Dann wärst du völlig sicher. Okay. Also ich bade ja in Leitungswasser mit Badeschaum. Das heißt, ich bin da gefährdet auf alle Fälle. Gibt es da überhaupt keinen Schutz, wenn mir doch mal der Föhn in die Badewanne fällt? Doch, und der Schutz ist sogar Pflicht. Aha. Ja, in Badezimmern muss man einen Fehlerstromschutzschalter haben. Fehlerstromschutzschalter? Klingt kompliziert. Ja, FI-Schalter, so heißt das Ding. Wie funktioniert der denn? Wenn hier eine Stromdifferenz ist zwischen dem ankommenden und rausgehenden Strom, dann löst er aus, dann schaltet er aus. Dann sitzt er irgendwo hier, denke ich mal. Ja, oder dahinter sogar noch, ne? Aha. Der kontrolliert also die ganze Zeit, was geht raus, was kommt rein. Richtig. Und wenn weniger reinkommt, als rausgeht, dann... Löst er aus, schaltet ab. Aha, das könnten wir doch jetzt auch mit unserem Föhn ausprobieren, oder? Klar, können wir einfach daran anschließen. Okay. Und jetzt kommt er ins Wasser.
Es geht. Oh, und das Licht ist hier auch ausgegangen. Der Schalter funktioniert. Natürlich wäre bei dir im Badezimmer das gesamte Licht ausgegangen. Ja, okay. Ne? Denn alle Verdrahtungen laufen über den E-Schalter im Badezimmer. Aber auf so einen Schutzschalter würde ich mich nicht verlassen. Der reagiert ja schließlich erst kurz nach dem Stromschlag, oder? Sterben tut man nicht wie im Film. Aha. Ja? Nicht mit absoluter Sicherheit, aber hochgefährlich ist es trotzdem. Liebe Zuschauer, ihr habt es gehört, es ist hochgefährlich, sowas zu machen. Bitte macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Das kann man nur machen, wenn man so einen Theo bei sich hat. Vielen Dank für deine kompetente Hilfe. Du hast dafür gesorgt, dass ich sicher bin. Danke. Ja, bitte sehr. So, und zur Belohnung darfst du jetzt ein Bad nehmen. Mit dem Quietscheentchen zusammen, aber ohne Strom. Tschüss. So,